Ich kann nicht wirklich sagen, ich habe den Fakt schon verdaut, kein Fahrer mehr zu sein. Ich war in der glücklichen Lage, selbst zu entscheiden, wann und wo ich aufhöre. Ich habe die Champs-Élysées gewählt. Es gibt schlimmere Plätze. Meine Rolle? Ich treffe mich mit Kindern oder erkläre lokalen Behörden, wie man ein Radrennen organisiert. Oder ich erkläre Sponsoren, was ein Engagement interessant macht. Ich habe meine Karriere beendet, aber ich war noch nicht müde von der Welt des Radsports. Ich bin mega glücklich, alle wiederzusehen. Vielleicht bin ich in 5 Jahren zu alt für diesen Job. Aber im Augenblick macht mir die Rolle als TV-Experte auf dem Rad einen Riesenspaß. Wenn ich zurückschaue, wie es vor 8 Monaten als Fahrer war und vergleiche es mit dem, was ich jetzt mache, das ist ein Witz. Die Fahrer bringen so eine Leistung. Wenn ich nur ein kleines bisschen helfen kann, dass das Image des Radsports besser wird und Leute dazu bringe, selbst aufs Rad zu steigen, dann habe ich mein Ziel erreicht.